Flo, für dich ist am Wochenende wohl ein ganz besonderes Spiel. Du bist gebürtiger Regensburger und triffst auf den Club, bei dem du große Teile deiner Jugend verbracht hast. Also ein absolut besonderes Spiel für dich, oder? Ja, auf alle Fälle. Also ich habe nach 7 Jahren spiele ich das erste Mal wieder gegen meinen Jugendverein. Freue mich riesig drauf. Früher stand ich noch unterm Turm oder war Balljunge und habe, wie zum Beispiel Olli Hein, noch die Bälle geholt und hingeschmissen oder dem Trainer sogar. Der Turm mit der Nummer 5 hinten drin. Das ist schon was Besonderes. Gibt es noch Spieler oder Betreuer aus Regensburg, mit denen du heute noch Kontakt hast? Ja, mit dem Physio habe ich noch ganz viel Kontakt, den kenne ich auch schon vor seiner Zeit beim Jan. Bin mit ihm zusammen aufgewachsen, wenn ich in Regensburg bin, noch bei ihm ab und zu in Behandlung. Dem einen oder anderen Spieler, mit dem habe ich ja schon mal zusammengespielt, in Stuttgart oder bei der Nationalmannschaft. Ist natürlich einfach ein schönes Erlebnis. Ich bekomme es ja noch relativ nah mit, weil meine Familie dort noch lebt und ich auch noch viele Leute dort kenne. Die machen es halt einfach richtig gut in den letzten Jahren. Die haben sich peu à peu nach oben gearbeitet. Ich glaube, der Abstieg damals in die vierte Liga hat ihnen richtig gut getan, da einfach von neu zu starten mit dem neuen Stadion, mit der neuen Geschäftsstelle. Und das bringen sie halt auch auf den Platz. Es ist ja so, dass im Mannschaftssport, vor allem im Fußball, häufig auf Positionen gewisse Konkurrenzsituationen geschaffen werden, was im Tor ja nochmal was ganz, ganz Besonderes ist. Inwiefern hilft dir sowas dabei, auch deine Leistungen zu bringen, unter so einem Konkurrenzkampf zu stehen? Enorm wichtig, ist für alle enorm wichtig, dass wir uns da gegenseitig pushen. Das macht Rafa richtig gut. Also wir unterstützen uns da gegenseitig, wo wir können. Wir feiern uns für jede Parade im Training und im Tortraining. Und das ist natürlich auch für unseren Tortrainer und auch für den Trainer besonders schön dann zu sehen, dass wir da auch sehr gut harmonieren. Und das gilt jetzt einfach, die Saison durchzuziehen. Und für mich ist natürlich auch extrem wichtig, dass ich einen im Nacken habe, wo ich weiß, boah, wenn ich da jetzt ein paar Spiele nicht gut aussehe, dass ich auf der Position sein könnte. Und das pusht einen natürlich. In Anbetracht der vielen Neuzugänge, die wir jetzt bekommen haben und die sich auch erstmal einfinden müssen, würdest du sagen, dass diese Länderspielpause, diese zusätzlichen 2 Wochen, da zum richtigen Zeitpunkt nochmal gekommen sind? Ja, mit Sicherheit. Wir hatten jetzt 2 Wochen Zeit, die neuen Spieler auch noch mal kennenzulernen. Die haben sich gut eingebracht. Die machen das auch recht ordentlich. Christoph hat ja auch schon gegen Gladbach das erste Mal gespielt. Luca hat ja vor der Länderspielpause gegen Kiel schon überragend gespielt. Hat da gar keine Probleme gehabt, reinzufinden. Und die 2 Wochen haben uns da jetzt einfach noch mal geholfen, das noch mal zu verstärken, den Teamgedanken und auch das Team an sich im Spiel. Und jetzt gilt es am Sonntag, das auf den Platz zu bringen. Du hast es gerade schon kurz angebrochen, wäre sogar meine nächste Frage gewesen. Was hast du so für Eindrücke von den Jungs gewonnen und wie finden sie sich so in das Mannschaftsgefüge ein? Durchaus positiv. Also bis auf Christoph, der wo ja mit der U21 Österreichs ja jetzt erst gestern zurückkam oder vorgestern, machen alle anderen einen richtig guten Eindruck. Christoph natürlich auch, aber mit dem hatten wir jetzt noch nicht so lange. Also ich habe da keine Bedenken, dass das gut klappen wird.